G.I. Joe, die Abrechnung ist ein wirklich gelungener Hollywood-Action-Blockbuster. Und ich wage es zu sagen, dass jeder, der den ersten Teil schon cool fand, mit dem zweiten auch seine Freude haben wird. Natürlich ist die Story zu gewissen Zeiten relativ hanebüchen, macht nur dann Sinn, wann sie will, und sie will nicht wahnsinnig oft. Charaktermotivationen und Story und Plots und so weiter sind aber ehrlich gesagt bei einem Actionfilm dieser Größenordnung generell nicht wirklich das Zentrale. Hier geht's in erster Linie um die Action, um die Effekte und um die, wie kann man sagen, nicht direkt um die Charaktere, sondern um die Implementation der Charaktere in die Action-Szenen, um die, den größtmöglichen Coolness-Faktor zu erzielen. Und das kann G.I. Joe extrem. Der Film ist wahnsinnig cool, der Film ist dynamisch und actionreich gemacht. Und die großen Action-Set-Pieces des Films, also die Zipline-Szene, das Finale, die Zerstörung von London und so weiter, sehen absolut fantastisch aus. G.I. Joe, die Abrechnung, ist eine testosterongeladene Action-Dosis, die man jedem Fan von vergleichbaren Filmen auf jeden Fall und uneingeschränkt empfehlen kann, weil dass man sich von der Story und so weiter nicht wahnsinnig viel erwarten sollte, brauche ich in dem Kontext, glaube ich, gar nicht mehr dazu sagen, weil das weiß man ja eh vorher.